Sie sind hier, 30. Oktober 2018, 12.27 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Andrej Petra kehrt gegen Hansa Rostock wieder in den Kader zurück. Urheberrecht Getty Images, das Lazarett des 1. FC Nürnberg verkleinert sich. Nachdem zuletzt mehrere Stammspieler ausgefallen waren, steht im Pokal zumindest ein Stammspieler wieder zur Verfügung. Der 1. FC Nürnberg kann in der Zweitrundenbegegnung im DFB-Pokal beim Drittligisten Hansa Rostock am Mittwoch wieder auf Andrej Petrak zurückgreifen. DFB-Pokal, Hansa Rostock 1. FC Nürnberg am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Der defensive Mittelfeldspieler kehre nach seiner Pause wegen Adduktorenproblemen gegen Eintracht Frankfurt in den Kader zurück, sagte Trainer Michael Kölner. Nürnberg mit großen Verletzungssorgen weiter fehlen werden dagegen Michael Eischek, Eduard Löwen, beide Zerrung und Enrico Valentini, Sehnenanriss im Oberschenkel. Kölner kündigte an, seine Mannschaft auf ein paar Positionen verändern zu wollen. Rostock weiß, wie man guten Fußball spielt. Und sie beherrschen Drittliga-Fußball, der unangenehm und körperlich ist, sagte Kölner. Wir brauchen eine ausgeschlafene und fitte Mannschaft. Wir müssen so brennen, wie der Gegner brennen wird, von Sportinformationsdienst.